Die Demenäer sollten ihre größte Prüfung erst noch erfahren. Die Zeit der Einmischung wich der Zeit des Terrors. In mächtiger Überzahl und mit überragender Ausrüstung waren die Gorkonen über sie gekommen. Sie hatten keine Chance. Zuerst hatte es die Frauen getroffen, so wie stets jedes Unglück, das mit dem Schwert geführt wird, zuerst dem Weib begegnet. Die als zäh und gebärfreudig gerühmten Mädchen und Frauen der Demenäer waren zu einem begehrten Gut der wiederholten Raubzüge geworden.